habe Jahre für und mit entsprechenden Tänzern gearbeitet, vom Ballett bis zum ja, Salsa in diesem Fall. Das ist jetzt hier eine Professional Salsa Dancer mit ihrem Partner. Und der Auftrag war eben, ein nettes Shooting zu machen, abends bei Sonnenuntergang. Und das ist eins von diesen Aufnahmen. Und das möchte ich jetzt mal benutzen, um euch Affinity Photo ein bisschen näher vorzustellen und auch die Kombination mit den Nik Collection, speziell Color FX Pro. So, schauen wir uns das Bild mal an. Was fällt uns auf? Ja, ist ein bisschen dunkel, ne? Kann man hier oben aber auch in den Scopes ganz gut sehen. Wer mich kennt, weiß, ich habe was gegen Histogramme, weil die nicht viel aussagen. Aber Scopes sagen umso mehr aus. Sie sagen etwas aus über die, ja, über die Farbe natürlich, aber auch über die Verteilung im Bild. Die X-Achse ist im Prinzip die Achse hier unten. Also ich sehe also, wo im Prinzip entsprechende Ausreißer sind. Und ich sehe jetzt hier in diesem Fall auch, dass in den Helligkeitsbereichen ein leichter Blaustich drin ist. Und auch hier unten kann ich sehen, dass auch da, naja, es ziemlich ausgeglichen ist, aber noch ein bisschen Blau existiert. Das stört mich jetzt nicht weiter. Warum? Ja, weil ich gerade später ja ordentlich mit Nik arbeiten werde. Also können wir es in diesem Fall mal ignorieren. Was mich interessiert, ist jetzt natürlich das Thema der Helligkeit. Ne? Gerade in den Mitteltönen sieht man hier, ist die Helligkeit zu niedrig. In den Highlights, in Anführungsstrichen, sieht man schon durchs Rote, dass es schon zu hoch ist. Aber auch da, wie gesagt, interessiert es mich im Augenblick nicht so sehr. Aber ich möchte trotzdem hier in der Basisentwicklung mal zwei Dinge machen. Und zwar erstmal darauf hinweisen, den Unterschied zwischen Exposure und Brightness. Das eine ist im Prinzip die Anhebung der Werte über alle Bereiche hinweg. Das heißt, wenn ich hier entsprechend was einstelle, dann ändere ich nicht nur jetzt die Mitteltöne, die Highlights und so weiter, sondern ich gehe alles an. Ich gehe alle Bereiche gleichmäßig an. Das ist im Normalfall eigentlich der ungünstigste Fall, weil man das in seltensten Bereichen wirklich machen möchte. Meistens bewegen wir uns im ja, entsprechenden Brightness-Bereich, also im Mitteltonbereich. Und deswegen ziehe ich den jetzt entsprechend hoch und den kann ich auch, wie ich so sehe, bis zum geht nicht mehr hochziehen. Natürlich habe ich dadurch auch, weil die Bereiche ja nicht exakt abgegrenzt sind, sondern Übergänge sind, natürlich auch in den Highlights meine, ja, in Anführungsstrichen jetzt Probleme, aber das stört mich auch nicht weiter, weil dann gehe ich zu den Highlights runter und ziehe die entsprechend runter, auch bis zum ganz unten. Und man sieht, ich habe jetzt ein bisschen mehr entsprechende Ausreißer hier, aber wie gesagt, das korrigieren wir sowieso später. So, Shadows gucke ich mir mal an. Weiter runter oder weiter rauf. Na, das würde ich sagen, etwas rauf, aber nicht zu viel. Dann gehe ich zurück jetzt in den Bereich jetzt hier Black Points, also in der Hinsicht den Schwarzpunkt zu setzen. Dafür muss ich jetzt mal gucken, ups, wie weit ich da gehen kann. Das Blaue zeichnet jetzt auf, dass ich dort schwarz habe. Inwieweit mich das in einem Rock stört, ist natürlich die Frage. Aber ich gehe trotzdem in einen Bereich, der so mal akzeptabel ist. Na komm, ein bisschen noch. So. Okay. Damit ist ein bisschen, ich sag mal, abgesoffen, würde man dazu sagen. Aber das ist ein Bereich abgesoffen, der sowieso nicht interessiert. So, wie sehen jetzt meine Scopes aus? Man sieht, die haben sich schon entsprechend verbessert. Ich kann jetzt natürlich noch mal gucken in Kontrast. Na gut, da verschiebt sich natürlich jetzt auch wieder die entsprechenden Bereiche. Da muss ich natürlich dann wieder ein bisschen nacharbeiten, aber das macht nichts. Die dunklen Bereiche, das ist alles zu dunkel. Da muss ich jetzt hier also in den Black Point nochmal reingehen und den entsprechend korrigieren. Okay, kann ich so stehen lassen. So, damit ist jetzt hier der wichtige Bereich schon um einiges heller, aber eben nicht zu hell. Und wie gesagt, ich will ja nicht vorgreifen, ne? Wir haben ja noch was anderes vor. Ich schaue mir das ganze Bild an. Gut, ich habe hier ein bisschen mehr fallende Bereiche hier in dem Gebäude. Das stört mich jetzt ein bisschen, weil das hier durch die Kante sehr gut sichtbar ist. Jetzt hier bei anderen Geschichten, die sind sowieso krumm wie sonst was, interessiert es eigentlich weniger. Aber damit gehe ich jetzt mal in die Lens Correction rein.
Die Basiskorrektur ist immer voreingestellt, das heißt, er hat erkannt, das ist ein Sony 2470 und hat es entsprechend korrigiert, was die Verzeichnungen angeht. Aber er hat es natürlich nicht korrigiert, was stürzende Linien und so weiter angeht. Und jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Na komm, muss auch mal ein Treffen. Ist falsch rum. So, vielleicht noch ein Tacken mehr. Nicht zu viel. So, das gefällt mir schon weitaus besser. Da fällt es nicht ganz so extrem auf. So, dadurch habe ich natürlich jetzt hier, ne, entsprechende Bereiche, die ohne, ja, ohne entsprechende Pixel sind. Deswegen gehe ich jetzt in das Crop-Tool rein, gucke oben, er soll die Originalbereiche behalten und gehe einfach ein bisschen rein, bis die Bereiche entsprechend weg sind. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen verschieben, aber na, die stehen schon fast im Drittel drin. Ist also soweit schon in Ordnung. So, also gehe ich jetzt mal rüber und sage, das war's im Development, also im RAW-Converter würde man bei Photoshop sagen. Und bin jetzt in ja, der Photoshop-Variante. Die nennt sich hier oben, das ist dieses Symbol, Photopersona, Persona. Okay, jedem das seine. Ich habe mit den Begriffen also nichts am Hut, um ehrlich zu sein. Aber es stört mich auch nicht weiter. So, also sind wir jetzt raus aus der eigentlichen Basisentwicklung und jetzt wird es entsprechend spannend. Und zwar mache ich jetzt hier erstmal ein Duplizieren der Hintergrundebene. Warum? Weil der Filter natürlich die aktuelle Ebene verändert. Und jetzt gehe ich auf Filter, Plugins, Nick Collection und Color FX Pro, mein Liebling. So, das dauert ein paar Sekunden. Er ruft das Ganze auf und schon haben wir das Bild hier drin. Ich mache es noch ein bisschen größer. Das dauert jetzt ein Sekündchen. So, er steckt im Tonal Contrast, das von der letzten Bearbeitung, das ist aber gar nicht mal so falsch. Denn Tonal Contrast, wie man ganz gut sehen kann, bringt mehr Kontrast rein in den entsprechenden Wolken. Das möchte ich eigentlich. Und die Einstellung, ich gehe mal hier durch, die kann ich auch so entsprechend mal lassen. Das sieht recht gut aus. Also Himmel austauschen und so weiter kommt für mich normal für nicht in Frage. Aber solche Sachen gehören einfach dazu. So, das ist soweit ganz gut, aber ich arbeite grundsätzlich mit den U-Points. Was sind U-Points? U-Points sind im Prinzip ja Auswahlbereiche, ne, die man hier so sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen auf dem Video, wo ich hier einen entsprechenden Radius eingebe. Aber, und das ist das große Aber, bei Nick Collection, da haben die im Prinzip, wie nennt sich das, ja, eine Lizenzierung drauf. Und die haben, also Patent, sorry, haben ein Patent da drauf, wo man jetzt nicht genau weiß, was sie machen, aber es ist eine Kombination nicht nur aus Umgebungsparameter, sondern auch dazu jetzt hier Farbwerte und Strukturwerte. So, jetzt muss ich natürlich die anderen Bereiche jetzt auch entsprechend machen. Und damit kopiere ich im Prinzip die U-Points oder den U-Point in diesem Fall und zwar mit Alt gedrückt, ziehe ich den einfach rüber in die Bereiche, wo ich den entsprechend haben möchte. Und konzentriere mich, wie gesagt, hier nur auf die entsprechenden Wolkenbereiche. So, jetzt möchte ich natürlich verhindern, dass irgendetwas passiert jetzt im Bereich der beiden Tänzer. Dafür kann ich zusätzlich nochmal ein Minus U-Point setzen. Das heißt, ich setze hier ein U-Point auf die entsprechenden Tänzer. Und verhindere damit, dass das Ganze entsprechend in den Bereich rübergehen könnte. So, damit habe ich den Kontrast in den Bereichen, wo ich ihn erhöhen möchte, entsprechend erhöht. So, jetzt sage ich hier hinzufügen. Das heißt, ich nehme einen weiteren Filter. Und was interessiert mich? Natürlich logischerweise, dass ich hier die entsprechenden, wo bin ich hier? Sekunde, Bildern zum Worms, dass ich im Prinzip hier die Stimmung entsprechend verstärke. Dafür habe ich hier diesen Filter, da kann ich die Stimmung, ne, die jetzt hier schon vorhanden ist, verstärken. Wie gesagt, mit extremen Sachen habe ich es persönlich überhaupt nicht. Deswegen halte ich mich aus dem Szenario auch raus. Aber den kann ich zum Beispiel global anwenden, das ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt nehmen wir einen weiteren Filter. Was möchte ich denn jetzt machen? Ich möchte natürlich, da ich hier mit Menschen und gerade mit weiblichen Personen zu tun habe,
natürlich hingehen und suche jetzt einen ganz speziellen Filter hier raus. So, den Dynamic Soft Skin, Skin Soft, ne? Das gleiche hier. Das heißt, ich kann hier sagen, die Größe, also Bereich der Farben, die ich annehme. Aber erstmal muss ich natürlich den Farbbereich selbst mal auswählen, damit er erkennt, was Haut ist und was nicht Haut ist. Aber ich kann natürlich den Bereich entsprechend auch noch vergrößern. Ich kann jetzt bestimmen, was er wegnehmen soll, aber kleine Details, mittlere Details, grobe Details wegnehmen soll. Da wir hier keine Nahaufnahme haben, gehe ich nur auf grobe Details. Also wenn da ein Pickel sein sollte, dann soll er ihn wegnehmen. Ist aber keiner. Ich kenne sie sehr gut. Da sind keine Pickel zu erwarten. So, damit habe ich jetzt hier eine Möglichkeit mit dem Viewpoint ganz gezielt die entsprechende Tänzerin mal anzugehen. Ja, Männer sind da nicht so empfindlich wie Frauen. So, damit habe ich im Prinzip die Haut etwas, ja, weicher gemacht in dem Sinne. So, was möchte ich jetzt noch machen? Eigentlich bin ich schon fast fertig. Ich schaue mir das Ganze noch mal in Ruhe an. Das solltet ihr auch immer machen, ne, bevor ihr jetzt entsprechend überreagiert und irgendwelche Filterchen drüber schmeißt. Weniger ist oftmals mehr. Aber wenn ich mir das Ganze so angucke, dann fehlt mir noch ein Filter. So, und dieser Filter, ja, das ist eine Art Vignette. Ich persönlich mag die Standard-Vignetten nicht, aber ich mag sehr, entsprechend Hell- und Dunkelbereiche hervorzuheben. Und das heißt im Prinzip, ich möchte ja das Paar hervorheben und den Rest, ja, abdunkeln in der Form. Und dafür gibt es ja auch einen sehr schönen Filter, das ist Darken Light and Center. So, wenn ich den Filter aufrufe, dann kann ich erstmal die Mitte setzen. Das heißt, ich sage ihm, wo die Mitte des Filters ist. Punkt 1. Ich sage ihm, wie die Helligkeit in dem Bereich sein soll. Na, damit kann ich jetzt wiederum die ein bisschen anheben. Ich kann damit auch sagen, wie groß der Bereich sein soll. Na, ich nehme die Mitte ein bisschen runter, aber ich glaube, ich ziehe die Mitte nochmal in den Bereich rein. Genau. Und jetzt kann ich auch natürlich den Rand abdunkeln, wie es bei einer Vignette so üblich ist. Aber viel selektiver und viel besser, als es in der Form jetzt möglich wäre. So, mehr möchte ich gar nicht abdunkeln. Das soll zu dem Stimmungslager und zu dem entsprechenden auch passen. So, Frage an Radio Erlwan: Haben wir noch einen Bereich, den wir vielleicht ein bisschen verändern sollten? Ja, ich mache nochmal einen Filter dazu. Und zwar gehe ich jetzt nochmal auf Brins und Worms. Und zwar möchte ich die Gebäude hier im Hintergrund noch ein bisschen wärmer machen. Das heißt, ich drehe das Ganze nochmal auf, aber gehe wieder auf den Viewpoint und setze den Viewpoint jetzt hier mitten auf die Gebäude. So, und muss jetzt die Größe entsprechend ändern. Und dann sieht das Ganze für mich ein bisschen besser oder glaubwürdiger aus von der entsprechenden Stimmungslage her. So, das war's eigentlich schon. Ich gehe jetzt mal hier raus. Damit wird der Filter oder die Kombination von Filter jetzt von Color Effects auf die Ebene angewendet und in der Ebene gespeichert. Und deswegen auch vorher das Duplizieren der Ebene, ne, damit keine Informationen verloren gehen. So, und jetzt habe ich hier zwei Versionen. Da kann ich auch ein- und ausschalten. Das ist die Basisversion. Sieht schon nicht schlecht aus, ist aber immer noch ein bisschen zu dunkel. Und das ist die Endversion. Basis, Ende. Basis, Ende. Ich glaube, auch im Video kann man ganz gut erkennen, wie die Wirkung da entsprechend ist. Und wie gesagt, die Nik Collection benutze ich seit Jahren und das sind meine Favorites wegen der U-Points.